Um den Fehlerspeicher auszulesen über InPAR bei eurem BMW, müsst ihr natürlich zunächst erstmal die Baureihe aussuchen, welche ihr habt. In diesem Fall wäre es ein E39. Um das zu aktivieren, müsst ihr einmal die Shift-Taste gedrückt halten und dann F4. Dann könnt ihr auf das Motorsteuergerät und müsst einmal euren Motor auswählen, in diesem Fall M52, einfach mit Doppelklick. Und habt dann hier schon die Übersicht, Codierung, Fehlerspeicher und so weiter und so fort. Und hier haben wir einmal wieder mal F4 für den Fehlerspeicher. Da könnt ihr einmal draufklicken und dann müsst ihr auf F1 Fehlerspeicher lesen. Und dann zeigt ihr euch hier direkt den Fehler oder die Fehler, je nachdem, die sich im Steuergerät, Motorsteuergerät befinden. Diese könnt ihr auch ganz einfach dann löschen, indem ihr auf F2 löschen drückt. Und somit wurde der Fehlerspeicher einmal gelöscht. Wenn ihr jetzt in den Fehlerspeicher nochmal reingeht, werdet ihr sehen, dass dieser leer ist. Das war's. So lest ihr Fehler aus über InPAR.